Hinter uns, wir sind noch live dabei aktuell. Wir waren einfach dreist und haben gesagt, okay, gut, wir nehmen das teuerste Hotel. Also wenn ihr das seht, haben wir es hoffentlich geschafft. Guckt in die Hotline, Leute. Das ist die Booking.com Hotline. Wir sind gerade bei einer Stunde angekommen. als unsere Entschädigung hier in der Gegend. For the one and only also, Kings right here, man. Stay in the bucket, Jeff, man. Stay in the bucket. Ja, sagst du. Shuffle Content ist unterwegs. Hey! Oh Mann, dein Geil! Sagst du, Luke, wie fühlst du dich? Sorry für den Sound, ich bin jetzt hier in Ibiza angekommen mit Luke und hab mir direkt mal einen Kaffee gegönnt. Sieht erstmal super aus, schmeckt auch ganz gut, deswegen, let's go eat! Also Leute, verzeiht bitte die schlechte Tonaufnahme, das liegt an meinem Handy, die Qualität ist nicht gut, aber wir hatten einen wilden Ritt vor uns und zwar, ihr müsst euch vorstellen... Hinter uns! Ja. Hinter uns, wir sind noch live dabei aktuell. Also ja, wenn ihr das seht, haben wir es hoffentlich geschafft. Guckt in die Hotline, Leute! Das ist die Booking.com Hotline. Wir sind gerade bei einer Stunde angekommen. Eine Stunde und eine Minute. Wir sind hier eigentlich halt in Ibiza. Wir sind hier irgendwie in Portinat oder Portinax oder keiner weiß, der Kuckuck, wie der Ort heißt. Aber hier, es grob sollte unser verwicktes Hotel sein. Ja, Moment, da, ich zeig mal so spiegelverkehrt. Also, es ist grob Apartments. Die sollten wir eigentlich unser Hotel haben, was wir auch gebucht hatten und auch bezahlt ist. Aber wir kommen hier an. Wir müssen eigentlich weiter ausholen, um das Ganze hier richtig zu erklären. Also, mach mal ein Stativ auf, ja? Das ist ein längeres. Ein längeres. Oh, oh, oh. Alright. And you can definitely book this alternative accommodation as well. And then after your stay, kindly send us the invoice so we can validate this and we can process the price, the refund for the price difference as well. But are you going to also send us an email with a confirmation that you're going to pay for the refund before we're going to book the hotel? Oh yeah. Also das war das erste Hotel, was ihr gesehen habt, wo wir jetzt keine Nacht schlafen konnten, beziehungsweise unser Hotel schon zwar gebucht und bezahlt war, aber die das wohl intern storniert haben und dann andere weiter vergeben haben. Deswegen haben wir jetzt im Booking geredet und ein bisschen beschwert und wollten einen Ersatz. Und ja, gleich geht's weiter und ihr werdet sehen, wie es aussieht. Nichtsdestotrotz, Portinat, wie auch immer das dieser Ort heißt, ist sehr schön. Wildes Programm, was wir bis jetzt gab. Sehr, sehr strammes Programm. Wann haben wir uns getroffen, Luke? 8 Uhr war ich bei dir ungefähr. War noch im Obi, Mann. Ich war noch im Obi, ich hab noch einen Ratschlüssel für zu Hause gemacht. Wir haben den auch bei meinem Cousin vorbeigebracht. Grüße an René. Und dann waren wir bei mir kurz vorbereitet, sind dann eigentlich direkt fast zum Flughafen, so 9.30 Uhr mit dem Uber, waren so kurz vor 10 da, haben uns direkt organisiert, alles aufgegeben, alles lief gut. Bei Luke war das große Ding, er ist über Standby geflogen oder wollte zu dem Zeitpunkt noch über Standby fliegen. Aber das Krasse daran war, dass wir eigentlich bis zur letzten Sekunde nicht sicher waren, ob Luke wirklich mitkommen konnte. Ja.
Luke, Statement bitte an der Stelle. Was ist da passiert? Bro. Bitte einmal. Ich musste, I had to take things in my own hands, man. Ich musste die Sache auf meine Art regeln. Ich habe kurz ein bisschen geflunkert und habe gesagt, ich bin ehemaliges Flugpersonal. Und dann bin ich einfach auf den Jump Seat gekommen, also neben den Exit Seat. Strapped on. Dann haben wir es noch nach Ibiza geschafft. Hatten dann diese Hotelprobleme, die wir gerade hatten. Ihr wart gerade live dabei. Genau, also ihr seht das andere Video wahrscheinlich, das ist entweder davor oder danach. Auf jeden Fall erklärst du mal kurz. Wir hatten eigentlich ein Hotel am 24. Juli, knapp vor 3-4 Wochen gebucht. Alles war gut, war bezahlt. Wir kommen also heute an. Wir haben das Auto abgeholt noch. Auch beim Auto haben wir halt Vollkasten noch schon gemacht, einfach um safe zu sein. So haben noch mal ein bisschen was, mehr als das Doppelte bezahlt. Aber hey, you only live once, just to be sure, ne? Damit man nachher keine Kopfschmerzen hat. Auf jeden Fall, wir kommen also, wir fahren einmal quer durch die ganze Insel. Durch die ganze Walachei, Alter. Ja, Walachei, ich meine, ist schöner als Deutschland, Leute, Walachei aber. Auf Ibiza. Haben diesen schönen Renault Captur, keine Werbung an der Stelle, aber Renault, ihr wisst, was abgeht. Also, danke dafür. Nein, auf jeden Fall, wir kommen also an bei dem Hotel und denken, ey, das ist das. Wir parken irgendwo nochmal außerhalb, nehmen uns Sachen, gehen zum Hotel, wollen schon einchecken und dann merken wir, ey, das ist das falsche Hotel. Die Frau sagt uns also, ey, ihr müsst einmal quer hier runter, viele Treppen, dann einmal an einem Strand vorbei und dann irgendwo nochmal wieder eine Menge Treppen hoch. Wir so, okay, ich auf Spanisch, nicke, ja, alles klar. Wir machen das also, wir nehmen unser ganzes Gepäck, auf geht's, Action Jackson, kommen an dem, suchen, fragen noch zwei, drei Leute, die erklären uns auf den Weg genau. Wir kommen also oben an, wir sehen den Typen, ich sag dem, hey, was geht ab? So, wir wollen einchecken, ne, dies, das, machen wir jetzt fit. Was macht der? Der sagt so, ja, ihr habt kein Hotel. Was geht ab? Wir haben kein Hotel. Bro, are you serious? Wie geht das? Wir haben ja bezahlt, ne? Wir haben die Buchungsbestätigung, wir haben eine PIN-Nummer dafür, das Geld wurde abgezogen und ist auch bei denen. Wieso haben wir kein Hotel? Ja, ne, was ist da los? Auf jeden Fall, der sagt, ja, geht nicht, aber weil voll ist, das Zimmer wurde anscheinend an jemand anders weitergegeben. Nein, war auch Rohrbruch, dies, das, hat er irgendwas erzählt. Ja, Rohrbruch. Das Ganze. Bro, long story short, wir hingen dann eine Stunde und 20 Minuten in der Booking.com Hotline drin mit irgendeiner Hotline-Mitarbeiterin aus Indien. God bless this woman, if this actually works, going to work out right now. Sie hat uns auf jeden Fall, wir waren einfach dreist und haben gesagt, okay, gut, wir nehmen das teuerste Hotel als unsere Entschädigung hier in der Gegend. Sie war eine halbe Stunde oder so. On hold, talking to her supervisor. Letzten Endes hat es geklappt. Sie hat es confirm gegeben und we're now on our way to Cala San Miguel. Genau, dort werden wir unser Ersatzzimmer haben und King size bed auf jeden Fall. King size, dieses Superior-Zimmer irgendwie so. For the one and only also, Kings right here, man. Ja, aber ey, we keep you guys updated, how it's actually going to look. Wir sind auf jeden Fall gleich da. Stay on. Und natürlich nicht zu vergessen, guten Appetit. Guten Appetit. Die Soßen, Leute, die Soßen. So, erster Abend. Wir sind endlich angekommen in unserem neuen Hotel. Wir haben jetzt gerade was zu essen bestellt. Man kennt uns. Sehr bewusst hier Grillgemüse, das ist so ein bisschen Chicken Teriyaki, Reis, ja, weißer Reis geht besser, aber heute laden wir ein bisschen und dazu natürlich ein paar Fritten, ja, Kartoffeln frittiert, man kennt es, aber gut, Chicken, für mich dasselbe hier, jetzt kommt noch ein bisschen Soße, aber heute gönnen wir uns die erste Mahlzeit heute, richtig Schluck. It was a tough day, aber wir sind dankbar, deswegen in dem Sinne, eat Leute, eat. Ready for this?